Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Business Diamond 2014. Zum 9. Mal findet dieser Branchen-Award diesmal schon statt. Und immerhin schon zum 2. Mal in dieser sensationellen Location im Sensakan hier in Frankfurt am Main. Ich freue mich, dass Sie heute Abend so zahlreich zu unserer Veranstaltung gekommen sind. Es zeigt mir und uns, dass dieser Business Diamond eine hohe Resonanz erfährt. Ihre Anwesenheit als Entscheider dieser Tagungswirtschaft zeigt das ja deutlich. Lassen Sie uns die Preisträger feiern, lassen Sie uns später essen und trinken und feiern und einen schönen Abend haben. Ladies and Gentlemen, it's Showtime! Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit der ersten Kategorie und das ist die Kategorie Hotellerie. In dieser gab es 48 Bewerbungseingänge. Nur einer wird heute diesen Traumpreis mit nach Hause nehmen. Da drüben stehen sie schon. Ich weiß nicht, ob Sie sie schon gesehen haben, die Awards, aber gleich wird der erste Award mit dem Preisträger auf die Bühne geholt. Jetzt öffne ich den Umschlag und der Business Diamond in der Kategorie Hotellerie 2014 geht an das Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt. Eine wirklich tolle Überraschung. Ganz herzlichen Dank an Sie, meine Herren. Das ist eine tolle Auszeichnung für uns. Ich habe auch einen heimlichen Favoriten, weil ich einfach persönlich sehr gute Erfahrungen mit meinem Favoriten gemacht habe. Und erst nochmal herzlichen Glückwunsch natürlich an alle Nominierten. Das ist ja jetzt wirklich ein Zufall, es gibt es ja nicht, das ist wirklich mein Favorit. Ja, herzlichen Glückwunsch an Futurecom aus München. Verehrte Damen und Herren, freut es natürlich ganz besonders, dass wir den Business Diamond Award 2014 gewonnen und glaube auch haben wir den gewonnen. Es war der 25. Februar 1979. Staubtrockener Platz. Deutschland unter Jupp Derwall spielte unter anderem mit Sepp Maier, spielte mit Kaltz, spielte mit Fischer, spielte mit Rummenigge und mit Alofs. Am Ende hieß es 0:0. Deutsche Schmach auf Malta. Malta! Ja, vielen, vielen Dank für den Preis. Ich bin total überrascht und überwältigt. Vielen Dank an die Jury, die uns gewählt hat. Dieses herrliche Glitzerding, als die Dame das in der Hand gehabt hat, das sieht auch aus wie ein sehr edler Parfumflakon. Ja, vielen Dank, ich bin wirklich überrascht. Das passiert nicht oft, ne? Aber ich bedanke mich. Und ich glaube, wir feiern heute Abend noch ein bisschen. Danke. Sie können sich jetzt auf einen wunderschönen Abend freuen und vor allen Dingen auf ein sensationelles Essen, das verspreche ich Ihnen. Jazz Club. Sounds great.
Gäste. Ja, ja, ja.